Outfit, Make-up, Haare, Flash-Tattoo, Snack-Ideen, wirklich alles möglich. Von daher bleibt dran und wenn euch dieses Video gefällt, dann sehr gerne einen Daumen hoch. Leider gab es keine Sonne diesmal, von daher in einem Monat wird einfach ein neues kommen. Von daher jetzt erstmal sehr viel Spaß mit dem Video hier. Wir fangen mit einem sehr, sehr leichten Sommer-Make-up an. Und zwar habe ich zuerst eine Tagescreme aufgetragen, die mattierend ist und auch gegen Hautunreinheiten. Und es ist auch besonders wichtig, einmal seine Haut um die Augen rum zu pflegen, damit der Concealer nicht zu bröckelig wird. Danach habe ich dann eine Foundation aufgetragen, und zwar ist es die Nude Illusion von Catrice. Und besonders im Sommer finde ich das ganz, ganz wichtig, mit so einem Schwämmchen einfach nur eine dünne Schicht aufzutragen. Danach habe ich dann den Concealer genommen von Art Deco und damit meine Augenringe abgedeckt und dann natürlich auch meine Haut umreinhalten. Bei den Augen heute mal was für ganz Faule, genauso wie mich, nämlich ohne Lidschatten. Und zwar benutze ich erstmal einfach nur einen Eyeliner und ziehe einen nicht allzu dramatischen Strich. Und für die Wasserlinie benutze ich dann so einen türkisfarbenen Kohlkajal. Ich finde, es gibt einfach so den richtigen Plopsa-Farbe. Und danach biegen wir einfach unsere Wimpern und dann trage ich meine Lieblingsmascara, und zwar die False Lash Effect von Mascara, auf. Und dann tusche ich meine Wimpern sowohl oben als auch unten. Bei mir geht ohne Augenbrauen mittlerweile gar nichts mehr, aber da es im Sommer ja ein bisschen wärmer ist, setze ich da sehr, sehr gerne auf ein Puderprodukt und fahre hier einfach ein bisschen meine Augenbrauen nach, damit die ein bisschen ordentlicher aussehen. Fürs Gesicht habe ich so einen peachfarbenen Blush benutzt von Catrice und den ganz leicht aufgetragen und danach natürlich nochmal mit einem Bronzer, und zwar dem von Benefit, konturiert. Mir ist es im Sommer für den Alltag besonders wichtig, beim Make-up einfach nicht zu übertreiben, sondern von allem immer nur ein bisschen zu verwenden und einfach noch so ein paar Farbkleckse mit reinzubringen. Das habe ich jetzt auch mit dem Lippenstift gemacht, und zwar ist der von Rival de Loop in der Farbe 101 und ist ein wunderschönes Orange, der auch wirklich sehr gut zum Blush passt. Und danach habe ich dann noch einmal mein ganzes Gesicht abmattiert, und zwar mit einem Translucent Puder, und danach seid ihr auch schon fertig. Diese Frisur ist momentan super in und für Untalentierte wie mich einfach perfekt. Das, was ich mache, ist hier seitlich am Ohr hoch entlang zu gehen und die Partie der Haare nehmen. Genau das gleiche mache ich auch auf der anderen Seite. Denkt dran, das muss nicht ordentlich sein. Und dann fahre ich da ein bisschen mit der Bürste nach, aber hauptsächlich versuche ich das so gut wie möglich mit den Händen zu machen. Und oben binde ich dann einen ganz normalen Zwirbeldutt, da zwirbel ich meine Haare ein und mache das Ganze danach mit einem Haargummi fest. Wenn der Dutt dann steht, ist er höchstwahrscheinlich noch nicht so, wie ihr ihn haben wollt. Von daher würde ich euch dann empfehlen, mit Bobbypins den so festzustecken, dass man das Haargummi nicht mehr sieht und dass der einfach eine schönere Form hat. Fertig ist die trendy Sommerfrisur, super einfach und super schnell. Nun zu diesen super coolen Flash-Tattoos. Ich habe meine von Pizzai von so einer Limited Edition, aber ich habe euch in der Infobox super coole Modelle verlinkt, von daher schaut da vorbei. Ich finde diesen Trend absolut top, ich liebe es und wie ihr seht, sieht das auch wirklich richtig schick aus. Diese Art des Nägels lackieren habe ich im Internet gefunden. Ob ich es gut finde, bin ich mir wirklich nicht sicher. Aber ein Basecoat ist im Sommer auf jeden Fall Pflicht, da man viel ins Schwimmbad geht. Danach habe ich dann so einen aprikotfarbenen Grundton aufgetragen. Das werdet ihr auch gleich sehen, warum. Danach habe ich dann angefangen, Dreiecke mit diesen kleinen Ringchen abzukleben. Und letztendlich habe ich die verschiedenen Felder dann mit dem Türkis angemalt und dann auch ein Feld freigelassen. Hier könnt ihr natürlich auch verschiedene Farben benutzen, zum Beispiel zwei verschiedene Farben. Und danach, wenn man es abzieht, geht man dann mit einem Basecoat drüber und das sieht letztendlich so aus. Manche fand ich cool, andere fand ich scheiße. Was sagt ihr dazu? Ich bin mir ziemlich unsicher. Das Outfit, was ich euch diesmal zeige, geht wirklich immer. Und zwar gerade an etwas kälteren Sommertagen. Ich habe nämlich ganz einfach Chucks an. Das sind einfach ein Must-Have. Und dazu habe ich dann so ein paar coole Ringe bunt gemischt angezogen. Und dann noch so ein cooler Feder-Statement-Ohrring.
Gerade an kälteren Sommertagen ist diese Kombination zwischen der Stoffjacke und der Lederjacke einfach perfekt zum Schichten. Und es geht wirklich immer, immer, immer. Ich glaube, jeder von uns hat eine Lederjacke zu Hause. Und als Oberteil habe ich dieses leichte weiße Oberteil angezogen, was recht dünn ist und hat so ein cooles Häkelmuster. Und als Hose habe ich dann so eine High-Waist angezogen in Kombination mit dieser kleinen Vintage-Tasche. Und ich finde die Kombination einfach richtig cool. Die Tasche von der lieben Vanni fand ich auch wirklich sehr, sehr schön. Die ist von Primark. Und hier auch nochmal ein Dankeschön an die beiden, dass sie mich einmal vor und hinter der Kamera unterstützt haben. Mädels, ohne Trinken und Essen geht sowieso nichts im Leben. Von daher habe ich für euch hier ein cooles Sommergetränk und dann noch einen salzigen Snack und auch noch einen süßen Snack. Von daher bleibt unbedingt dran. Zuerst werden wir unser Sommergetränk machen und zwar ist das hier ein Ipanema. Dafür brauchen wir eine Limette, die wir achteln, danach einen Teelöffel Zucker und jetzt crushen wir unser Eis. Hier mein Tipp, wickelt es ein in ein Küchentuch und danach stampft ihr danach ordentlich drauf. Wenn ihr einen Eiscrusher habt, geht das Ganze natürlich um einiges leichter. Dann wird das Glas mit dem Eis zur Hälfte aufgefüllt und danach kommen dann wieder zum Glück die Limetten ins Spiel, denn die drücken wir minimal aus und dann schmeißen sie wir einfach mit dazu. Nun kommt das Ginger Ale mit ins Spiel und zwar könnt ihr jetzt bis zum Beispiel zu der Höhe auffüllen und wenn ihr jetzt Alkohol haben wollen würdet, das heißt wenn ihr volljährig seid, könntet ihr das Ganze jetzt noch auffüllen und zwar bis nach ganz oben. Ich werde das Ganze aber alkoholfrei machen, von daher werde ich den Ginger Ale jetzt bis nach ganz oben auffüllen. Und das war's auch schon, wir brauchen nur noch einen Strohhalm und es schmeckt wirklich super super gut, gerade für die Leute, die auf Sauer stehen, perfekt. Und das ist mein absolutes Lieblings-Sommergetränk, um einfach mal ein bisschen zu sündigen. Nachdem wir was getrunken haben, brauchen wir jetzt natürlich auch was zu essen und für diesen Snack habe ich einfach nur meinen Lieblingsjoghurt genommen. Das heißt, sucht euch einfach euren Lieblingsjoghurt aus. Den könnt ihr dann in so einen Gefrierbeutel füllen oder am besten natürlich in einen Spritzbeutel, wenn ihr einen habt. Und danach macht ihr ganz, ganz viele Drops auf so ein Backpapier. Denn das Backpapier habe ich letztendlich auf ein Schneidebrett gelegt und das können wir dann danach nämlich in den Gefrierschrank legen. Denn wir machen natürlich unseren Gefrierschrank auf, ne, ganz schlau. Und dann tun wir unser Schneidebrett mit den Drops da reinlegen und dann warten wir einfach mal ein bisschen. Dadurch, dass die recht klein sind, müssen wir gar nicht so lange warten. Während wir dann warten, können wir uns dann schon mal dem salzigen Snack widmen. Und zwar brauchen wir dafür einfach nur Kichererbsen, verschiedene Gewürze und etwas Öl. Und die Kichererbsen müssen wir natürlich erstmal aufmachen aus der Dose. Die fülle ich dann in einen Behälter, das heißt in so ein kleines Schälchen. Dann kommt das Öl dazu. Ich habe jetzt Rapsöl. Dann würzt ihr die Kichererbsen so wie ihr wollt und salzt sie und pfeffert sie auch. Und das Gute ist, da könnt ihr wirklich alles reinschmeißen, worauf ihr Bock habt, wie es euch am besten schmeckt, so viel ihr wollt. Das heißt, ganz, ganz individuell auf euch abstimmen. Ihr könnt die auch probieren, um zu gucken, ob das jetzt zu viel ist. Und danach solltet ihr das Ganze natürlich gut verrühren, damit jede Kichererbse ein bisschen Geschmack hat. Danach verteilen wir das Ganze auf ein Backblech mit Backpapier und da würde ich euch empfehlen, die Kichererbsen wirklich gut zu verteilen. Und danach kommt das Ganze in den Ofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze, je nachdem wie lange. Ich würde euch empfehlen, so um die 30 bis 40 Minuten, wenn ihr weichere haben wollt, 30 Minuten, wenn ihr knusprige haben wollt, dann sogar eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Aber beobachtet das Ganze am besten. Am Ende sieht es dann so aus, es schmeckt wirklich super gut und es ist wirklich eine tolle Alternative zu Chips. Auch die Joghurtdrops habe ich danach in ein Schälchen gefüllt und da würde ich euch wirklich empfehlen, dass ihr ein kaltes nimmt, da sie sonst recht schnell schmelzen. Von daher schnell genießen, es schmeckt wirklich einfach so wie gefrorene Fruchtzwerge. Alle Produkte und alle Rezepte findet ihr nochmal in der Infobox, von daher schaut da unbedingt mal rein. Ich verlinke euch hier noch meine 9 Tipps gegen nutzlose Tage. Da lohnt es sich auf jeden Fall auch mal reinzuschauen. Wenn nicht, sehen wir uns sehr gerne auf Snapchat, Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid, ne? Und ansonsten natürlich bei meinem nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Start in den Sommer. Von daher bis dann. Tschüss!